Hab ihn richtig viel wieder abgezogen, 17 mehrfach. Ja! Jawohl, da haben wir ihn! Ja, Mann! Gibt's ja gar nicht hier. Schön, nächster Sieg. Woo. Wir springen in 10, 9, 8, 7. Ich habe mal Hammer einfach schon A die ganze Zeit, X die ganze Zeit. 5, 4, 3, 2, 1 und abwärts! Ich bin noch nicht mal richtig geladen, aber wir landen direkt da unten drin, ne? Ja. Oh Gott, das wird hart. Bei den Feldern hier. Das wird lustig. So, mal gucken, wo waren denn da Waffen? In dem Haus sind bestimmt Waffen drin, da unten. Ja, ich denke schon. Eigentlich dürften kaum Leute mal zu dem Haus hier, schneller ja. sein als wir, oder? Also ich bin wirklich. Ja, ich sehe auf jeden Fall hier noch welche. Oh, hier sind noch. Oh, drei Stück sehe ich hier. Oh ja, hier kreisen alle um das Haus rum. Ich gehe mal in das andere Haus rein, da drüben. Da sehe ich nämlich auch eine Waffe. Bei mir sind direkt welche gelandet, auf jeden Fall. So. Ich habe die Shotgun. Ah, jetzt habe ich die Waffe. Mein Gott, was will ich denn damit? Ich komme zu dir. Ich versuche zumindest zu dir zu kommen. Die anderen sehe ich momentan auch noch nicht. Die sind aber auch alle irgendwo da vorne, wo du bist, glaube ich, oder? Weiß es nicht. Mag sein. Okay, ich bin bei dir. Ja, hier sind ganz viele im Haus. Im Haus? Wie sich das anhört. Das bin nur ich, der gerade an dem Haus vorbeigelaufen ist, glaube ich. Nee. Ja, hier sind sie. Oh mein Gott. Hä? Die braucht ja ewig zum Nachladen, die blöde Shotgun. Ah, shit, ey. Braucht das Ding lange. Erstmal wieder nachladen hier, Schüsse. Oh Gott, 6 Schüsse noch. Einen habe ich. Bleib liegen! Nein, der andere hat mich hier. Du musst ihn holen, er ist draußen. Ja, wie viel Leben hat er noch? Ein bisschen noch. Der schießt ja auf mich, der trifft mich aber nicht gerade. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Draußen, draußen, draußen. Ja, ja. Nein, ich habe keine Schüsse mehr. Ja, der letzte Schuss! Jawohl! Nein, du sollst nicht nachladen, du sollst den Tommy verdammt wiederbeleben. Beleb ihn wieder. Erstmal nachladen. Erstmal nachladen, ne? Aus der Prioritäten setzen. Nur nicht, dass ja jetzt noch welche kommen irgendwo. Ja, in den nächsten 2 Sekunden kommen sie nicht. So. Hä? Normal. Wieso? Ich hatte doch. Das war zu Ende, das war bei 0. Beschiss. Nochmal. Nochmal. Also, die haben uns 20 Sekunden jetzt in Ruhe gelassen, jetzt kommen sie auch nicht mehr. Ah, hier, den Kampf, den großen Kampf haben wir schon mal gewonnen. Ja, den hab ich gewonnen. Natürlich, du hast ihn komplett gewonnen. Da geht's gleich wieder los, gell? Komm, schaff da mal was, da werden sie gleich wieder aufmützig. Du carryst mich hier echt durch, das ist super. Ist danke, danke. Dass du überhaupt mit mir spielst hier, ey. Herrlich, herrlich. Ja, ich hab durch Tommy geschaltet, ich hab's auch gehört. Ich hab so laut rumgeschrien, dass Tommy... Dass echt? Ich, ja. Das ist komisch, okay. Muss ich schon sehr laut rumschreien. Tommy steht bei dir tot? Hä, du bist doch gar nicht tot. Das steht bei dir da. Ach, ja, das ist irgendwie verbuggt, ich weiß auch nicht. Ist ja noch eine Alpha. Beta, was auch immer. Ah, genau. So, ich hab immer... Aber wie gesagt, dafür läuft's eigentlich echt gut. Vor mir, vor uns gerade. Genau da, wo der Pfeil ist, ein bisschen weiter links. Der hüpft da vorne rum. Hinter der Hütte ist der. Hinter der Hütte, wo ich jetzt davor stehe. Ah, also, da was ab. Hat er mich gesehen? Ah, der ist wohl. Wo ist denn der ganz? Da ist er. Soll ich mal zu ihm gehen? Ich glaube, der sieht mich nicht momentan. Der ist momentan noch mit dir beschäftigt. Ja, wahrscheinlich. Ich habe aber nicht mehr so viel Schuss. Okay, ja, ich habe noch 10 Schuss. Ich höre auch einen anderen irgendwo. Oh da ja, der baut sich da hoch bei dir. Vor dem, der kommt jetzt rechts bei dir da lang. Ja, sieh ihn. Schieß ihn ab mal. Jawohl, den haben wir. Ja, der andere bewegt sich jetzt auch mittlerweile. Der kommt jetzt zu dir in die Richtung. Was? Wo? Der kommt da, auch da, wo du warst eben, wo der andere auch war. Irgendwo. Alles klar. Noch 3 Schuss habe ich, oh Mann. Wo ist der? Irgendwo hinterm Haus, irgendwo dahinter. Ja, sehen. Jetzt habe ich keinen Schuss mehr, ich muss jetzt hier schnell eine Waffe looten. Wo ist der hin? Ach, da drin ist er. Oh, der sitzt da drinne. Oh, ich muss mich. Muss mich mal. Oh, ich komm zu dir, ich helf dir, ich helf dir. Jawohl, da haben wir ihn. Das klappt doch alles. Das klappt doch, ja, ja. Oh Mann, ich hab kein Lebensenergie, müssen wir mal ein bisschen heilen hier. Ja. Ah, erstmal heilen. So, nee, erstmal schon. Ja, wir haben den großen Kampf gewonnen schon wieder hier. Nee, das war was anderes. Nee, nee, diesmal nicht. Ja, diesmal haben wir es mal auf Kampf ausgelegt. Hab da mal einen Action-Part gehabt. Ganz sogar echt erfolgreich hier. Ja. Sogar echt sehr gut erfolgreich. Kann man sich nicht beschweren, waren wir schon schlimmer unterwegs. So, blau ist besser als grün, blau ist besser als grün. Sturmfeuer mit Zielfernrohr. Wow, 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 wow. Jetzt haben wir es aber.
Jetzt haben wir aber. Oh, was, da kann man echt nah ranzoomen. Gar nicht so schlecht eigentlich. Hm. Ja. So, die Shotty. Pumpgun tauschen. Ah, ne, ich habe eine grüne. Komm, wir bleiben bei der grünen. So, wo ist Tombi? Wo? Finde Tombi, können wir wieder spielen. Ich war hier gerade nur so kurz am Rumlooten, aber alles gut. Alles gut? Alles gut. Okay. Ah, oh Gott. Aber war doch mal spannend, hier direkt am Anfang loszulegen, muss man sagen. Ja. Es lief halt erstaunlich gut eigentlich. Hätte jetzt auch ganz anders enden können, aber... Wir hätten auch bei den ersten schon in dem Haus mit der Shotgun, wir hätten schon draufgehen können. Stimmt. Ja, aber so lief das doch ein bisschen besser. Was ist die Frage? Blau ist besser als grün, genau, merkt euch das. Deswegen ist blaue Milch auch besser als grüne Milch. Grüne Milch ist ja Gift. Perfekt, ey. Nee. So, Hier ist, glaube ich, alles schon gelootet. Ah, ja. Hat ihn auch nichts gebracht. Hat ihn überhaupt nichts gebracht, nee. Also, Zielfernrohr ist schon was Nices. Nicer Shit, nicer Shit. Das ist schon nicht schlecht. Ein bisschen Lebensenergie, da habe ich so ein bisschen Sorgen. Weil ich kann mich halt nicht weiter aufladen. Mehr als 75 und 50 geht halt nicht, wenn man mal übel angekratzt war und nichts Gescheites hier gefunden hat. Ja, mit dem Medikit kommt man halt auf 100 wieder zurück. Oder mit diesem großen Schildrängen ja auch auf 100, aber naja. In kleineren Sachen halt eher nicht. Und die größeren Sachen findet man ja schon relativ selten. Ja, schön. Zwei gekillt schon. Herrlich. Ja, ich auch sogar. Also haben wir schon 4 Stück. Ja, 4 sind allein auf unsere Konto gegangen. 37 Leben sogar noch, das ist eigentlich relativ viel. Ja, stimmt. Aber gut, das kommt einem natürlich dann deutlich intensiver vor, wenn man hier so selber die große Eskalationsparty startet. Da vorne haben die welche aufgebaut. Da vorne ist ein... Oder? Nee, dort ist... Nee, bin mir nicht sicher. Ach, hier haben wir die Lake View sogar mal. Oh, ich glaube, das ist sogar... Oder doch, da haben sich welche aufgebaut. Da oben haben sich welche aufgebaut, da. Ich frage, ob die da immer noch aufgebaut sind. Da mit seinem... Ja, wenn ich schon mal so ein schönes Rohr hab, dann muss man das Rohr auch nutzen. Lach nicht so, verdorben. Lach gar nicht verdorben. Nein. Darf man nicht mal über sein Rohr sprechen hier, Mann. Ich weiß nicht. Dein Kanal, du kannst gerne über dein Rohr sprechen. Nein, ich meine das von meiner... Es spricht dich nur aus. Von meinem wunderbaren Gewehr hier. Ist da keiner auf... Synonyme gibt's viel dafür, aber... Ah! Geh Holz hacken, Tommy. Komm, geh Holz hacken. Ich glaube, es hackt bei dir schon wieder. Ihr seht, Tommy hackt schon wieder, jedes Mal. Hack immer. Sollen wir ein bisschen baden gehen? Übers Wasser rüber. Könnten wir machen. Romantisch rudern. Ich würde nicht schwimmen, das ist bestimmt tödlich. Kann man schwimmen und tun? Siehst du, da liegt sogar schon Zeug im Wasser. Da hat schon einer erwischt. Wow! Hinter uns irgendwo. Ich bin gleich mal eine Etage tiefer gesprungen, auf voller Schock. Die kommen hier hoch. Sind hier irgendwo hochgelaufen. Ich sehe sie leider nicht momentan. Bauen sich noch weiter über uns. Ich versuche außenrum. Ist tot, der eine. Achso, du bist... Okay, Tombi macht schon wieder, regelt alleine. Ich laufe außenrum, ich wollte ihm von hinten in den Rücken fallen. Nein, der eine hat mich. Wo ist er? Der ist hier noch irgendwo, der läuft hier am Boden so rum. Ich sehe ihn. Schwer zu sagen. Na, springt er? Nein, das gibt's nicht! Ah, schade. Ah! Wie viel der noch hatte? 67, schade echt. Ja, ich hab's da haben sie uns wieder von hinten überrascht irgendwie. Ja, ich hätte es mit der Shotgun wieder probieren sollen, das hätte vielleicht mehr geholfen. Eventuell, ja. Bei Gaming auf YouTube nimmt man normalerweise schon auf, wenn man auch gerade Bock drauf hat, das ist schon ja. So. Wäre ein bisschen komisch, wenn man hier so richtig angefressen ist oder so. Ja, das gibt's aber auch, das kann auch ganz lustig sein, wenn du dann so ein bisschen eskalierst. Mhm. Ja klar. Aber da habe ich den falschen Kanal dafür, glaube ich. Also da gerade so mit Ausdrücken und so halte ich mich ja doch immer so gut es geht zurück. Was sagt er hier, der eben noch über sein Rohr redet? Aber Junge, das war ein Sniper! Sniper. Sollen wir wieder gleich den krassen Start machen? Gerne. Okay. Na dann, es geht los. Und zwar öffnen sich die Türen für uns in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Was ist denn das für ein Zählen hier? Das ist doch kacke. Wo springen wir denn überhaupt hin hier? Keine Ahnung. In den Wald oder? Zu den Feldern oder zu diesen kleinen Häusern, die da vorne sind? Ja, können wir machen. Aber wir müssen eh noch ein bisschen gleiten, dann können wir auch zu kleinen Häusern.
Ich weiß es nicht. Also dieses, diese kleinen Häuser, diese hier. Die hier, siehst du die? Direkt unter uns sind hier, ne? Ja, ja, ja. Da auch, können wir mal hin. Was fliegt denn daneben? Ja, das bist du. Ich glaube, das wäre ich. Also das würde mich jetzt wundern, wenn hier zu diesen zwei kleinen Häusern auch noch andere fliegen. Das sind die schönsten Häuser auf dem Planeten. Ja, diese eine hat nicht mal ein heiles Dach hier. Das braucht kein heiles... intakt. Das braucht kein heiles Dach. So, wir gehen von zwei Seiten rein, Tommy. Das ist hier... Oh. Das erst wird, das wird der Untergang. Junge, ich hab hier eine lila Waffe schon. Was willst du? Sniper! Okay. Die ist richtig gut für den Anfang, für den Nahkampf. Naja, nee, also die ist das Sturmgewehr mit... Mein Achso, Rohr ja, habe ich wieder. Ich habe wieder mein Rohr. Du hast dein Rohr wieder, gut. Da, hier kannst du mitnehmen, Waffe. Noch? Ah, ja, stimmt. Läuft deine Waffe vorbei. Hab ich wieder mal nicht gesehen. Ah, einmal mit Profis. Ach, so geht das nicht. Ist ja gar nichts drin in dem Ruinenhaus. Oder was? Hm? Ah doch, da liegt noch Schild hier unten. Ah! Hier hüpft man hoch. Und eine Shotgun. Schade, jetzt habe ich gedacht, wir haben hier gleich die richtig krasse Action. Aber eigentlich ist es ganz witzig, direkt am Anfang rauszuspringen. Das ist eigentlich immer ziemlich random. Mal hast du doch total die krasse Action, manchmal ist gar nichts los. Echt witzig. Aber wir können ja jetzt hier noch nach da drüben laufen und gucken, ob da welche sind. Ja, irgendwo müssen wir ja hin. Ich meine, irgendwas müssen wir ja machen. Da dürfte bestimmt dann Action sein. Vielleicht denke mal schon, dass vielleicht da ist bei dem Stonehenge hier was. Könnte auch sein. Hier ist nichts. Ich glaube, ich sehe nichts, ne? Das sieht doch so aus, als wäre da was. Das gibt's doch nicht. Ah, hier sind aber noch ein paar Häuschen. Die nehmen wir doch noch mit. Auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir erstmal gucken, ob... Ich höre eine Truhe, ich höre eine Truhe. Oder unten sehe ich auch noch Zeug. Oh, nehmen alles mit. Maschinenpistole. Ist vielleicht besser. Oh, hier ist auch noch eine Truhe. Ich höre die Truhe, ich sehe sie aber nicht. Ah, die sind manchmal halt auch echt hinter Wänden und allem. Aber unten hat man sie mehr gehört. Vielleicht ist sie im Keller oder so. Hä? Könnte auch sein. Manchmal haben die so einen Keller. Da muss man außen irgendwo so ein... Wie nennt man das denn? So ein Tor aufschlagen oder so. Heiß, gibt's heiß, manchmal. Heiß. Hm? Ja, da ist der Keller. Wo wir vom Keller reden. So, jetzt sind wir wieder wie unser Niveau. Im Keller. Oh, ja doch. Das Heilungsding, das nehme ich doch gerne mit. Da saufe ich mir hier erstmal ordentlich ein blaues Getränk zu. Jetzt bin ich blau. die so blau Pistole, wie die Mütze. Die Pistole habe ich da mal liegen lassen. Komm. Ja, das ist dieselbe Munitionsart. Na, können wir die auch gleich wieder weg, eigentlich, oder? Ah, ist hier hinten noch was in einem LKW? Mal gucken. Hier ist sogar noch eine zweite Tür. Ach, das ist bloß die andere Tür hier rein. Na ja, guck mal, hier wird gefragt, ob du den Falken bekommen hast. Hast du ja bei Insta gepostet? Ja, ich habe den Falken heute bekommen. Also heute am 23. Oder ist heute der 24. Achievement unlocked. Achievement unlocked. Ich bin doch gewohnt von gestern. Ja, ich war mir gestern jemand geschrieben, hat mein Kaufhof in München gibt's ihn beim Marienplatz. Das war aber nicht der Fall. Hat mich auch gewundert. Aber beim Lego-Shop in den Parsing-Arkaden, da hatten sie noch 5 Stück davon. Fünf Stück, wow. Ja, im Internet sind die überall. Ja, der Typ so, ich schaue mir so den Falken an, da fragt der Typ von dem Lego-Laden so, ja, oder fragt er so, kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich so, ja, haben Sie den noch? Der ist bestimmt ausverkauft. Er so, nee, sie haben noch, wollen Sie 5 Stück haben oder so? Ich sag, nee, einer reicht. Heute reicht noch einer. Also heute reicht einer. Beim nächsten Mal dann. Ja, die anderen 5 sind dann Wertanlage oder so. Ja. Einfach mal. Vor allem die Packung ist echt riesig. Also es ist echt... Mhm. Ich bin dann sogar mit dem Taxi heimgefahren. Ich fahre sonst nie Taxi. Ich hasse es, Taxi zu fahren. Hast du den auch angeschnallt, ne, neben dir? Ja, klar. Nee, er war im Kofferraum. Nee, ich habe ihn in den Arm genommen. Den lässt er nicht los. Den hab ich nie wieder losgelassen. Ich habe ihn auch jetzt... meinen toten, kalten Händen nehmen. Ja, genau, ich habe ihn auch jetzt noch im Arm. Ich glaube auch. Spielst immer nur mit einer Hand oder mit keiner Sicht oder so. Der genau. Muss immer noch so drüber gucken. Klar. Nee, ich habe ihn nicht von Han Solo geklaut. Nee, ich habe in Passa gegen gewonnen. Das... In der Wolkenstadt waren wir. Daran erinnert diese Farbe hier auch so ein bisschen an die Wolkenstadt. Ja, stimmt. Vom Himmel, ja. So, jetzt wird's hier ein bisschen gefährlicher. Hier wurde auch schon gut gebaut und was abgebaut und alles. Die haben ja doch gebaut. Aber sind die hier noch? Das ist eher die Frage. Weiß man's? Also ich sehe keinen. Wir waren schon mal in der Stadt hier und da war auch absolut... tot letztes Mal. Ja, dann Mal. Sind wir in den Todestunnel. Oder ich, besser gesagt. Ja, das war vorletztes Mal, wo wir hier waren. Da sind wir in Todestunnel. Letztes Mal war auch hier absolut niemand. Ah ja, stimmt, ja. Irgendwie ist die Tomato Town mag irgendwie keiner. Keiner mag Tomaten, verstehe ich gar nicht. So ja, aber die sind vielleicht auch direkt hier am Anfang hin und dann... Ja, das kann natürlich sein. Da baut einer. Da baut einer, da sehe ich doch, wer hier laufen. Erstmal Deckung. Da sehe ich doch, wer hier laufen. Dadurch, wenn du da durchschaust durch das Ding, da musst du gucken, da baut einer. Da habe ich einen bauen sehen.
Ja, mal hoch. Soll ich die Shotgun nehmen? Ja, wenn sie uns eben schon so schönes Dinge hier hinbauen. Oh, die laufen hier durch das Ding durch. Irgendwo. Ich höre sie. Die haben uns aber noch nicht entdeckt. Da kommt noch einer da hinten. Oder waren das die gleichen? Weiß es nicht. Bin ich aber echt verwirrt. Wo sind die denn? Irgendwo hier, schätze ich mal. Ah. Ist mir gefallen. Schießt einer auf mich? War das auf mich? Oh mein Gott. Ich war's nicht. Da ist einer, okay. Wo? Jetzt sehe ich einen, der ist aber nicht auf der Brücke, der ist neben der Brücke. Der ist direkt ausgenockt, wow. Das war aber schnell. Da hat der andere noch. Na, der andere ist daneben. Sind hier unten halt. Ja, da ist noch einer, oder? Oder ja, da ist noch einer. Der ist da beim Auto. Ja, ich sehe es. Ich versuche ihn mal mit meiner tollen Sniper zu erwischen. Oh Gott, die trifft ja nix. Ah, mit der treffe ich nix. Ne, die nehmen wir nicht wieder. Ja, ja, jetzt haben wir ihn. Mit der anderen treffe ich noch weniger. Ach, Gott sei Dank habe ich den Tommy dabei. Ohne den wäre ich ja schon wieder lange tot gewesen. Ach, Quatsch. Alter, was hat denn der hier alles rumliegen? Ja, du hast ja gesehen sogar wieder. Ich hätte die ja übersehen gehabt. Ja, ich bin ganz gut, glaube ich, wie ein Gegner erspähen. Ich sehe das immer ganz gut. Ja, der Speer. Ja. Okay. Geh mal ganz kurz hier rein, nicht, dass wir hier abgeschossen werden. So ein Jagdgewehr, ne, brauchen wir nicht. Ich habe auch noch ein paar kleine Schildtränke. Das ist bloß grün, das ist halt ein Sturmgewehr. Naja, es ist nichts dabei, was mich hier anlacht. Granate, lass mal das so. Ja, da habe ich habe erst die andere Waffe, mit der kann ich nichts anfangen mit dem Sniper-Ding. Das ist nichts für mich, die schießt zu langsam. Oh, hier, Das ist gut. Darf ich das haben? Ja. So, meine beste Waffe soll ich dafür vielleicht nicht hergeben. Na, ich nehme sie dir schon weg. Ah, ja. Und weg ist sie. Ja. Du kannst mir doch vertrauen, oder? Ja. Du kannst mir vertrauen. Kennst du das aus Lord of the Beat, wo er ihm dann den Ring, den heißen, in die Hand legt? Ja. So ungefähr stelle ich mir das auch gerade vor. Ach man. Noch welche? 24 Stunden Stream, wo ich den Falken aufbaue. Ich glaube, da reichen keine 24 Stunden. Oh, hier liegt ja noch so ein Medikit. Das kann ich gerade richtig gut gebrauchen. Wie viel waren es? 7500 Teile oder so? 7540 Teile, glaube ich, sind es. Oh. Das wäre aber ein schöner Stream. Das wäre ein schön langer Stream vor allem. Das ganze Woche. Hier ist noch Heilung. Großes Ding, aber das. Brauchst du das oder? Ich habe es schon selber genommen, Entschuldigung. Ja, gut, passt. Ja, gut, wir haben gleich viel von daher. Ja. So, dann schauen wir mal weiter. Ich frage, ob wir noch welche sehen. Da hinten wurde nochmal irgendwas gebaut. So komische Dreieckstürme, was weiß ich. Naja. Ich glaube, das sehe ich aber gar nicht. Blau ist besser als grün. Warum nehme ich blau nicht mit, wenn ich es mir anschaue? So, sollen wir mal dran denken. Nimm es mit. Habe schon. Habe es dabei. Wo ist er? Wie müssen wir laufen? Oh. Wieder eine ganz andere Richtung gerade. Okay, ja, oh, wir sollten uns sogar beeilen, sehe ich gerade. Das wäre ja sogar mal angebracht, dass wir uns hier ein bisschen beeilen. Ja, es dauert dann noch 2 Minuten, bis die kommt, die blaue Zone. 48 Stunden Stream, das werde ich niemals machen, Alter. Da stirbt man doch. Das ist doch einfach nicht gesund, sowas. Für jedes Lego-Teil liest du einen Namen vor. grüßt du jemanden. Selbst dann komme ich mit der Liste vielleicht mal durch. Das wäre mal interessant, ich muss mal gucken, wie viele ich insgesamt schon gegrüßt habe. Das wäre eigentlich... Ich glaube, es wäre ganz schlecht so von der Verbindung, irgendwie, was man da so im Kopf miteinander verbindet. So, dann ist irgendwann eine Qual und dann ja. Ein Vorlesen verbinden. Du bist der Kopf von Han Solo. Das wäre ja auch krass. Du bist der Bowcaster von Chewbacca. Du bist hier ein Teil von der Stütze des Millennium Falcon. Du bist die Satellitenschüssel. Ja, welche? Es sind zwei dabei. Ja. Die alte und die neue. Also man kann sogar beide auswählen, oder ja, was? Ja, es sind beide, die haben sie beide. Du kannst beide Varianten dran bauen. Das ist ja cool. Im neuen hat er jetzt wieder eine andere, das ist irgendwie noch so flacher, gell? Also jetzt im Consolo-Film, was ich gesehen hatte. Mhm. Das ist ja echt cool. Ich habe mal Ostern 4 Tage frei, ja, das stimmt. Da könnte ich einen 48-Stunden-Stream machen, ja, werde ich aber nicht. Da muss ich auch noch, ich will ja auch noch andere Projekte auch nehmen, weil ich bin momentan echt dabei, sehr im Voraus aufzunehmen, weil ich im Mai und im Juni nicht aufnehmen werde, und zwar gar nicht, deswegen ist das alles hier gerade so ein bisschen auf Voraus, deswegen brauche ich die 4 Tage auch unbedingt. Außerdem muss ich auch noch lernen. Gute Planung ist da alles. Ja. Auf jeden Fall. So, jetzt war es eigentlich schon wieder relativ lange ruhig hier. Ja. So, wo treiben sie sich denn rum? Oh, wir sind aber auch relativ am Rand schon. Wir müssen hier noch ein bisschen laufen, aber ich glaube, das schaffen wir schon noch. Der Turm, wenn da nicht der einer Turm, wartet auf den Turm. Ich glaube, der ist sogar in der richtigen weißen Zone drin noch, der Turm. Ich kann da ranzoomen, aber ich sehe da momentan auch niemanden. War mal. Da ist auch keinen. Das war schwarzes, aber das ist, glaube ich, kein Gegner gewesen. Der Nationalpark ist hier übrigens, wurde hier gerade hier angemalt. Der Nationalpark, sehr schön.
Ich glaube, hier ist keiner zum Glück. Ich laufe mal ganz, ganz außen rum, dass wir hier irgendwie hoffentlich erstmal gar keinen begegnen, bis wir in die Zone kommen. Oh, hier waren wir auch schon öfters mal. Tommy ist oben, okay, ich laufe unten rum. Hier ist auf jeden Fall Zeug gebaut, aber das ist, glaube ich, auch schon alt. Das denke auch, ja. Wohl auch schon länger her, dass mir hier Leute rumgelaufen sind. Da treffen wir uns wieder. Oh, alle, irgendwann treffen wir uns wieder, weißt du, wir ziehen uns magisch an, wir sind wie Magneten. Wie viele Kills hat Tommy? Ich habe 2 momentan. Die letzten beiden Typen, die wir da auf dem ja. Schimmern, weil ich da gerade noch mit der Waffe, mit der Sniper rum versucht habe zu hantieren, ja, was überhaupt nicht geklappt hat. Man muss halt auch echt sagen, bei dem Spiel ist gar nicht, also wer die Kills macht am Ende, das ist ja auch manchmal Zufall. Man erinnert sich jetzt, als du den mit dem Granatwerfer getroffen hast, mit 100 Schaden und dann habe ich den danach noch geholt, aber ja, es war deutlich weniger Schaden gemacht insgesamt. Ja, mache ich auch mehr Streams in den Ostertagen? Nee, das ist genau der Punkt, weil das Problem ist auch, ich muss ja die Videos alle wieder schneiden danach. Also das heißt muss, aber ich will die Videos dann auch wieder schneiden, weil ich sie als normale Videos auch haben möchte. 19. Deswegen ist das alles so. Oh, da vorne wird gerade gebaut. Wo? Da bei diesem. Ah, ich seh's. Sniper rausgepackt und angewiesen. Ist er jetzt runtergefallen? Ist er denn hin? Eben war da noch einer. Mag sein. Vielleicht da läuft wieder hoch. Der läuft wieder hoch. Oh ja. Versuchen wir es mal jetzt, wenn er da. Alter, wieder runter. Was kann der denn? Also, die Truhe ist bei mir da noch zu, also ich glaube, der will eigentlich die Truhe öffnen, aber der kriegt's nicht hin. Ich weiß auch nicht, was er da tut. Jetzt versteckt er sich hinter dem Ding wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Haben wir den ganz verschreckt. Ja. Was zur Hölle macht der da? Jetzt ist er weg. Ich sehe ihn auch nicht mehr. Nee. Muss ich irgendwo hinter die Bäume verkrochen haben oder steht er jetzt direkt hinter dem Ding da irgendwo? Mal hier runtergerutscht und guck mal. Sehe ich ihn auch nicht, nee. Der ist geflohen. Er ist geflohen, ich denke schon, ja. Ich weiß noch nicht, ob ich... Also ein Stream am Freitag mache ich wahrscheinlich vor den Ostertagen. Nächste Woche Freitag wahrscheinlich wieder ein Stream. Vermutlich, vielleicht auch nicht. Vielleicht. Wenn der Tombi Bock hat. Ja, Freitag. Vielleicht. Ja, da muss ich mal schauen, da weiß ich nicht, ob ich da bin überhaupt. Okay, gut. Also das werdet ihr dann noch auf Instagram und so weiter wie immer erfahren, wenn gestreamt wird. Dem Doggets geht's soweit gut. Ich habe mir noch keine Star Wars Bücher gekauft. Netz ist da offen irgendwie, komisch. Mysteriös. Auch noch so ein Buschtrank, den du da so toll fandest. Ja, ey, Mal, ja. Der ersten Runde, wenn es da gleich schon losging, der Tommy mich ja schon wieder mit meinem Buschtrank verarscht hat. Ja. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum sowas im Spiel ist, aber na gut. Naja, das ist doch witzig. Also ich finde sowas schon. Ja, witzig. Klar, aber irgendwie. Da kommt da was Goldenes raus, weißt du? Und dann ein Buschtrank. Verarscht. So, ich bin mal ein Stückchen weiter nach vorne schon gegangen. Oh, nämlich. Panik. Hier mal rüber zu gucken. Panik macht sich breit. Gut ist, dass wir jetzt halt so ein bisschen Sniper-Waffen haben. Das heißt, theoretisch können wir auch auf die Entfernung mal gegen Leute eine Chance haben, theoretisch, wenn sie uns nicht sehen. Ja. Mit den Knarren seht ihr aus wie Agenten. Ja, stimmt. Manche sind mit den Sniper echt gut. Oh, da läuft einer direkt vor mir so, unten auf dem Ding. Jetzt geht er da die Rampe hoch. Vielleicht hinterm Baum für dich gleich. Da ist er. Wie nennt man das denn da bei diesem überzelteten Aussichtsplatz? Ich sehe das Zelt zumindest. Ich sehe ihn momentan noch nicht. Der ist dahinter irgendwo für uns gerade. Okay. Ich glaube, der ist auch allein. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Oh, nicht sterben, Tommy. Hoffentlich nicht, nee. Das? Oh. Ich glaube, jetzt hat er euch gesehen. Oh, der hat einen guten Schuss drin. Jetzt springt er hier drauf. Wo ist er? Ah, da ist er. Seh ihn. Okay, ich komme nach vorne. Ich versuche mit der Shotgun. Der müsste ganz low Was sein. Zur Hölle? Das ist gerade eine Granate. Hat er oder? Ja, er. Okay. Wo ist er? Ah, da läuft er, ich sehe ihn. Er kommt jetzt zu mir hoch, glaube ich, gleich. Er sieht mich nicht. Nein! Ach, Mann! Aber wir haben ihn. Ich kam so richtig schön von der Seite. So, ich erlaube mir einfach meinen Granatenwerfer zu nehmen, weil ich das einfach so gerne mag. Oh, da ist noch was Liedernes. Oh, ich kann meine... Pass auf, das snipen wir vom Berg aus in Richtung da hinten, wo ich gerade hingucke. Wo ich gerade hinbaue auch so, dass wir geschützt sind. Okay. Huh! War ich gerade noch dabei, mich darüber hier zu freuen und dann kommt sowas hier. Sturmgewehr. Das können wir gegen das Ding tauschen, weil ich mit dem Ding nicht umgehen kann. Wow, 400 Munition, alter, krank. So, ich habe momentan... Was nehmen wir denn? Nehmen wir wieder das hier, die Scar. Wurde mir gesagt, heißt das Ding. Ja. So, die bauen sich da oben jetzt auch einen Turm, wenn du mal hier so kurz springst. Immer siehst du die da hinten auf dem Berg. Ach, auf dem Berg da oben? Ja. Gott, der war mega weit weg. Aber hier haben wir noch. Ja, gut. Die haben auch nicht getroffen, immerhin. Ich habe das epische Sturmgewehr theoretisch noch hier.
Habe ich ja nochmal Trank gefunden, den nehmen wir gleich. So, nicht mehr viele. Wir stehen aber ziemlich mittig, was natürlich gefährlich ist für uns irgendwo. Ich sehe die da oben, die schießen aber nicht auf uns gerade. Okay. Nur nein! Auf. Nur auf, dass sie dich jetzt nicht hier absnipen oder so. Naja, mit einem Schuss können sie mich ja nicht killen. Na doch, doch, wenn der auf den Kopf geht, dann ist. Echt? Dann war's das, ja. Das geht okay. Auch durch alles. Also der mit versucht, Schild und. Der versucht da oben immer noch zu snipen, weil der schießt nicht in meine Richtung. Der guckt nicht in unsere Richtung, der oben auf dem Turm ist. Okay. Ich hab ihn getroffen, zweimal. Sehr gut. Aber leider lebt er noch. Jetzt kommt er wieder raus. Komm raus, ich sehe dich. Komm aus deiner Deckung. Jetzt kommt er wieder rausgehüpft. Ach, hier hinten schon ich habe zweimal 48 Schaden gemacht, glaube ich, oder so. Das war auf jeden Fall nicht gerade wenig. Oh, da schießt irgendwer anders auch noch auf ihn. Der ist bald erledigt da oben. Bist du noch hinter mir irgendwo? Nee, ich bin ein bisschen weiter zur Seite gegangen schon. Er ist wieder da oben. Baue schon mal was auf. Jetzt kann ich mich doch mal mit meiner Sniper hier ein bisschen anfreunden. Na, komm raus. Das Sniper-Ding ist immer zu groß, da sieht man immer nichts. Da sieht man die Gegner fast gar nicht, wenn der weit weg ist. Na komm jetzt raus, Mensch. Trau dich. Oh, jetzt schießen sie mit Raketen auf ihn drauf. Oh. Ja, schieß den ruhig kaputt. Ah, die versuchen unten auf das Bodending drauf zu schießen, um damit das sein Turm zusammenbricht. Aber irgendwie so richtig treffen können sie auch nicht. Aber das ist gut, wenn die ihre Raketenwerfermunition raushauen, dann können sie nicht an uns abfeuern später. Na stimmt, ja. Der kommt auch nicht mehr raus aus seinem Turm, glaube ich. Wo schießen denn die überhaupt? Das wäre ich. Oh, du bist weit weg von mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tompi, sag doch sowas. Alles gut. Du wirst schon noch hierher kommen können. Ich brauche mal eine andere Waffe wieder. Oder soll ich die Sniper. Ach, so schlecht ist die Sniper eigentlich gar nicht. Wenn ich jetzt sterbe, Tommy, wenn ich jetzt sterbe. Ne? Nein. Du stirbst jetzt nicht. Aber du hast ja richtig was Schönes zusammengebaut dafür. Ja, ich baue hier gerade wie ein Weltmeister. Also auch schon ziemlich am Rand hier eigentlich, oder? Naja, geht. Ja, für die Neuzone musst du mal hier so eine Treppe. Ah ne, da kommst du gar nicht durch, warte mal. Ich baue hier nochmal so eine Tür hin. Oh, da schießt er. Hier sind eigentlich Türen. Wo ist denn der Sniper-Typ eigentlich? Gute Frage. Irgendwo ballert nämlich eigentlich. Ich weiß nicht, ob der auf dich ballert oder auf was der gerade ballert. Ich sehe aber auch gerade niemanden. Also auf mich schießt er jedenfalls nicht. Wo sind sie denn, unsere Gegnerlein? Da oben baut einer auch. Auf der anderen Seite. Was zur Hölle ist das bei uns? Da läuft einer, da kommt einer angelaufen. Ja. Da laufen zwei an, die sind bei dem Haus da drüben, wo wir gerade eben waren. Oh, die looten gerade den Schrott, den wir noch da gelassen haben. Noch sechs, Soll ich mal versuchen? Wo sind denn hier noch welche? Da sind ganz viele da vorne. Und oh Gott, da einer hat einen Raketenwerfer. Oh ja, die schießen auf uns auch. Oder auf meine Basis eigentlich, mehr oder weniger. Oh, da kommt ein Raketenwerfer, schießen auf mich. Ah! Der versucht mich mit dem Raketenwerfer zu treffen. Oh Gott, ich hab den schon mega viel abgezogen. Aber der hat leider auch mega viel Lebensenergie. Oh. Ja, deine Raketenwerfer bringen dir da auch nichts, mein Freund. Hab schon wieder einen getroffen. Die anderen. Ah! Erwischen währenddessen. Jetzt wird's gerade wieder ein bisschen ruhiger hier. Ah, jetzt werden sie von den anderen beschossen. Ja, die anderen schießen die jetzt richtig ab. Das ist ja, die müssen reinkommen, Wir sind halt drin im Gebiet und die sind nicht drin. Ja. Das heißt, die müssen. Wo sind denn die hin? Also der Typ hat auf jeden Fall seine Raketenwerfermuni rausgeballert, glaube ich. Schade. Das kann gut sein. Da ist einer gerade gewesen, den habe ich noch gesehen. Nein, du sollst das Ding hier mitnehmen. Wo sind denn die hin? Da ist einer, einen sehe ich noch hier. Der schießt da noch mit seinem Raketenwerfer lustig rum. 17 Schaden habe ich ihm gemacht, das reicht aber leider nicht. Immerhin. Der hüpft da mit seinem Raketenwerfer, der schießt nicht auf uns gerade. Der backt irgendwie da krass rum gerade. Was tut der da? Die anderen kommen auch von der anderen Richtung jetzt mittlerweile. Oh Gott. Der backt aber echt krass rum. Ja, die sehen mich immer nicht. Ich habe hier. Momentan noch einen ganz guten Punkt. Du bist auch noch direkt bei mir. Ja, du bist oben in dem Ding drin, gell? Ja. Okay, der scheint. Bin ich hier oben drin, aber. Langsam wird es ja schwierig für uns. Ja, langsam sind wir jetzt auch echt am Rand schon. Die anderen bekriegen sich schon, das ist super für uns. Ja, lassen wir sie sich bekriegen. Ich sehe sie auch gar nicht. Ich stehe hier schön hinter deinem Fort in Deckung. Da ist nur noch einer, Der sammelt da gerade alles auf. Wo? Das sind ja dieser Metallmauer da. Oder diesen bunten Platten. Also es ist mir Metall eigentlich. Bunte Platten? Ja, da wo wir drauf gucken halt. Okay, wir sollten nicht so nah beieinander sein, falls er Raketenwerfer hat oder sowas. Ja, aber der wird sich jetzt aufsammeln, das stimmt natürlich. Oh ja, du hast ja noch dein Dings. Ich baue hier mal so ein bisschen Wall hin, immer, damit hier alles abgefangen wird, was so Raketen angeht. Ja, aber der muss auch gleich kommen jetzt noch. Bringt aber. Ja, da kommt raus, Na, der hat einen Schuss abbekommen von mir. Wo ist er hin? Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Links bei diesen Steinmauern ist er. Ah, ja, ich sehe seine.
Mist. Ja, da ist er hinter, da ist er hinter. Muss gerade nachladen. Wo kommt der nächste? Na, da. Oh, Rakete, 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 ich geh weg. Ja, jetzt hau die Raketen raus, aber da bin ich weg. Die treffen mich nicht. Keine Chance, die sind weit an mir vorbeigegangen. Das Problem ist, die Zone kommt jetzt näher. Oh, und wir müssen zu ihm kommen, das ist bei der nächsten Zone sonst. Hab ihn richtig viele wieder abgezogen, 17 mehrfach. Ja! Ja, da haben wir ihn! Ja, Mann! Gibt's ja gar nicht hier. Schön, nächster Juhu. Sieg. Woo. So geht das. Das klappt ja richtig gut hier. Ja, 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 ja. Oh, jetzt kann ich mal weiterlaufen. Ja. Oh, Mann, oh. Gegen die Wand hier. Ich hab's schon wieder geschafft, kein... Ich hab's wieder geschafft, keinen Kill zu machen. Ah ja, ah ja. Ja, den letzten hast du auch wieder so angeschwächt. Ich glaube, ich hab einen Schuss drauf gemacht am Ende und hab den dann damit getötet. Ja, ja, ich hab den mehrfach wieder erwischt. Ah, schön. Wie gesagt, mit den Kills ist jetzt nicht unbedingt so ausschlaggebend. Das kommt ja eigentlich eher auf den Schaden an, ne? Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.